Tja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Das waren noch Zeiten, als ich noch mit meinem alten Dienstwagen durch die Gegend fuhr. Der Buchheimer mit seiner Zeitung. Ja, aber ich will euch nicht mit meinem alten Auto langweilen, sondern ich habe etwas für euch. Soderle, ihr könnt jetzt mitlesen. Hallo Fans, zur Entspannung habe ich heute mal in mein Archiv rumgestöbert und tatsächlich noch eine meiner zahlreichen Produktionen gefunden, die ich damals als aktiver Reporter aufgenommen habe. Bei allen heute noch irgendwo existierenden Produktionen, die ich überhaupt nicht mehr finde, habe ich alle Rechte abgetreten, um Ärger mit der GEMA zu vermeiden, weil fast überall war Musik dabei. So auch bei diesen Musikdarbietung und Tanzdarbietung auf der Leipziger Messe damals im Jahre 2012. So, und da habt ihr jetzt den Link dazu. Ich gehe mal nah ran. So, da. Könnt ihr euch mal anschauen. Das ist noch einer meiner Produktionen. Im Abspann bin ich noch erwähnt von den Leuten. Aber okay. Naja, damals war südkoreanische Musik noch nicht so angesagt wie heute. So, und jetzt geht's weiter. Wer sich wie ich für südkoreanischen Volkstanz interessiert, kommt hier selbst mit Sonnenbrille voll auf seine Kosten. Ja, ich weiß, ich bin hinterlistig. Hier ist der Link dazu. Das dient tatsächlich, das ist eine Darstellung, die dient der vollen Entspannung. Und wie schreibe ich? Na, da soll mal einer sagen, ich hätte nichts für kulturellen Darbietungen fremder Völker übrig. So, meine Damen und Herren, nun ist aber Schluss für heute. Das muss für eine Weile reichen. Alles klar? Tschüss. Ach ja, kurze Erklärung. Hier seht ihr ein Standbild von dem Video, was ich damals gemacht habe. Übrigens, der im grünen Anzug, das ist kein Er, sondern das ist eine Frau. Bloß man erkennt es nicht auf den ersten Augenblick. Jetzt kommen wir mal zu dem zweiten Video, was ihr dann euch anschauen sollt, der sogenannte kulturelle Tanz. Naja, gut, also ihr werdet schon sehen. Guckt es euch einfach an halt eben, ne? So, jetzt mache ich aber Schluss.